Hören, Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1. Was möchten Sie trinken? Ja, vielleicht einen Cappuccino. Sehr gern. Moment. Ich hatte heute schon 3 Kaffee. Ich nehme doch lieber einen Orangensaft. Also einen Orangensaft. Gut, ich bringe ihn sofort. Vielen Dank. Was möchten Sie trinken? Ja, vielleicht einen Cappuccino. Sehr gern. Moment, ich hatte heute schon 3 Kaffee. Ich nehme doch lieber einen Orangensaft. Also einen Orangensaft. Gut, ich bringe ihn sofort. Vielen Dank. Nummer 2. Sag mal, deine Küche ist ja groß. Ja, 28 Quadratmeter. Ich muss noch einen Küchenschrank kaufen, aber die sind teuer. Es gibt einen bei Möbel Meier, der ist jetzt billiger. Er kostet nur noch 89 Euro. Ist er auch schön? Ja, ich finde ihn sehr schön und er ist nicht teuer. Sag mal, deine Küche ist ja groß. Ja, 28 Quadratmeter. Ich muss noch einen Küchenschrank kaufen, aber die sind teuer. Es gibt einen bei Möbel Meier, der ist jetzt billiger. Er kostet nur noch 89 Euro. Ist er auch schön? Ja, ich finde ihn sehr schön und er ist nicht teuer. Drei. Entschuldigung, ich möchte noch einmal fragen, wann fahren wir morgen nach Berlin ab? Um 7.30 Uhr von der Universität und um 10.30 Uhr machen wir eine Kaffeepause auf der Autobahn. Aha, dann sind wir ungefähr um 2:30 in Berlin, oder? Ja, auf dem Plan steht 14.30 Uhr Ankunft im Hotel. Entschuldigung, ich möchte noch einmal fragen, wann fahren wir morgen nach Berlin ab? Um 7.30 Uhr von der Universität und um 10.30 Uhr machen wir eine Kaffeepause auf der Autobahn. Aha, dann sind wir ungefähr um 2:30 in Berlin, oder? Ja, auf dem Plan steht 14.30 Uhr Ankunft im Hotel. Vier. Entschuldigung, ist hier noch frei? Ja, bitte. Mein Name ist Angelina. Bist du auch im Sprachkurs A1? Ja, ich heiße Paul. Ich komme aus Frankreich. Woher kommst du? Ich komme aus Italien. Entschuldigung, ist hier noch frei? Ja, bitte. Mein Name ist Angelina. Bist du auch im Sprachkurs A1? Ja, ich heiße Paul. Ich komme aus Frankreich. Woher kommst du? Ich komme aus Italien. Fünf. Verzeihung, ich suche Frau Reinelt. Sie ist Sekretärin in der Marketingabteilung. Die Marketingabteilung ist in der 4. Etage. Und das Sekretariat? Moment. Ich denke links.
Ja, Zimmer Nummer 413, vierte Etage links, Zimmer 413. Dankeschön. Gibt es hier einen Aufzug? Ja, gleich hier rechts. Verzeihung, ich suche Frau Reinelt. Sie ist Sekretärin in der Marketingabteilung. Die Marketingabteilung ist in der vierten Etage. Und das Sekretariat? Moment, ich denke links. Ja, Zimmer Nummer 413, vierte Etage links, Zimmer 413. Dankeschön. Gibt es hier einen Aufzug? Ja, gleich hier rechts. Nummer 6. Guten Tag, was darf es sein? Guten Tag, ich nehme 200 Gramm Käse. Welchen möchten Sie? Den aus Frankreich für 2,30 Euro. Bitte schön, 200 Gramm Käse. Sonst noch etwas? Nein, danke, das ist alles. Das macht 4,60 Euro, bitte. Guten Tag, was darf es sein? Guten Tag, ich nehme 200 Gramm Käse. Welchen möchten Sie? Den aus Frankreich für 2,30 Euro. Bitte schön, 200 Gramm Käse. Sonst noch etwas? Nein, danke, das ist alles. Das macht 4,60 Euro, bitte. Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Sie hören jeden Text einmal. 7. So, und das war der letzte Satz in dieser Übung. Lesen Sie bitte den Text auf Seite 23 und beantworten Sie die Fragen zu Hause. Bis morgen? Ja, bis morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen. Acht. Ich bin Studentin und lebe mit zwei Freunden in einer Drei-Zimmer-Wohnung im Zentrum. Die Wohnung ist nicht groß, aber schön. Neun. Kommen Sie ins schöne Österreich. Besuchen Sie Salzburg im Westen des Landes, die Heimatstadt des berühmten Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart. Zehn. Und jetzt das Wetter für morgen. Es bleibt in ganz Deutschland heiter bei warmen Temperaturen. In der Nacht 10 bis 13 Grad, tagsüber 17 bis 21 Grad. Und die Situation auf der Autobahn ist so, dass... Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Guten Tag. Hier ist die Mailbox von Susanna Meier. Der Teilnehmer ist im Moment nicht erreichbar. Sprechen Sie bitte nach dem Signalton. Hi Susanna, wo bist du? Der Film fängt in 10 Minuten an. Mensch, du kommst immer zu spät. Guten Tag. Hier ist die Mailbox von
Susanna Meyer. Der Teilnehmer ist im Moment nicht erreichbar. Sprechen Sie bitte nach dem Signalton. Hi, Susanna. Wo bist du? Der Film fängt in 10 Minuten an. Mensch, du kommst immer zu spät. Nummer 12. Guten Tag. Hier ist der Anrufbeantworter von Dr. Weber. Unsere Praxis ist vom 12. bis 24. Januar geschlossen. In dieser Zeit ist Frau Dr. Seewald in der Kastanienstraße 34 für Sie da. Die Sprechzeiten sind Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und Dienstag und Donnerstag 14 bis 16 Uhr. Guten Tag. Hier ist der Anrufbeantworter von Dr. Weber. Unsere Praxis ist vom 12. bis 24. Januar geschlossen. In dieser Zeit ist Frau Dr. Seewald in der Kastanienstraße 34 für Sie da. Die Sprechzeiten sind Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und Dienstag und Donnerstag 14 bis 16 Uhr. Nummer 13. Guten Tag, hier ist Lange. Ich bin krank und kann heute nicht zu unserem Treffen kommen. Ich bin bis Freitag krankgeschrieben. Geht es auch nächste Woche Mittwoch um 15.30 Uhr? Bis dahin bin ich wieder gesund. Ich rufe Sie morgen noch einmal an. Guten Tag, hier ist Lange. Ich bin krank und kann heute nicht zu unserem Treffen kommen. Ich bin bis Freitag krankgeschrieben. Geht es auch nächste Woche Mittwoch um 15.30 Uhr? Bis dahin bin ich wieder gesund. Ich rufe Sie morgen noch einmal an. Nummer 14. Hallo Schatz, hier ist Mami. Ich komme gegen 18 Uhr nach Hause. Kannst du bitte schon vorher Nudeln kochen? Du weißt schon, 8 Minuten und keine Sekunde länger. Also bis dann. Hallo Schatz, hier ist Mami. Ich komme gegen 18 Uhr nach Hause. Kannst du bitte schon vorher Nudeln kochen? Du weißt schon, 8 Minuten und keine Sekunde länger. Also, bis dann. Nummer 15. Hallo, Liebling. Stell dir vor, ich fahre gerade am Brandenburger Tor vorbei. Ist das nicht toll? Unser Reiseführer ist fantastisch. Er weiß sehr viel über Berlin und erzählt uns viele interessante Geschichten. Gleich machen wir eine Pause. Also, wir hören uns. Hallo, Liebling. Stell dir vor, ich fahre gerade am Brandenburger Tor vorbei. Ist das nicht toll? Unser Reiseführer ist fantastisch. Er weiß sehr viel über Berlin und erzählt uns viele interessante Geschichten. Gleich machen wir eine Pause. Also, wir hören uns.